Seit heute gibt es eine neue Waffe im Battlefield 5, und zwar das Karabin 1938M. Eine neue Waffe für den Stummsoldaten. Die schaltet man sich frei, wie jedes Mal, über die wöchentlichen Tides of War-Aufgaben. Und die sind diesmal wirklich, ja, sehr, sehr angenehm, sehr schnell. Es geht los mit Spiele 2 Runden in einem beliebigen Multiplayer-Spielmodus. Dann geht es weiter mit Belebe 40 Teamkameraden wieder oder versorge sie. Danach muss man 1000 Schaden mit MPs oder Schrotflinten machen. Die nächste Sache kann sich ein bisschen ziehen. Gewinne 3 Runden in einem beliebigen Multiplayer-Spielmodus. Ich würde einfach das nehmen, was am schnellsten geht, also an der Stelle höchstwahrscheinlich TDM. Da habe ich es auf jeden Fall gemacht, wer hätte es gedacht. Und zu guter Letzt die letzte Aufgabe, erringe in einem Leben 1500 Punkte. Und dann bekommt man die neue Waffe, das Karabin 1938M. Und ja, was ist das für eine Waffe? Das Ding glänzt auf jeden Fall nicht durch die Möglichkeit, damit sehr offensiv zu spielen, weil das ist mit dem Ding nicht drin. Das Ding glänzt durch seine extrem langsame Feuerrate von 300, zusätzlich noch das extrem kleine Magazin von 10. Was dazu noch hinzukommt, dieses Magazin lädt, ich sag mal, nicht normal nach, sondern man muss jede Kugel einzeln reinschieben, wenn man das Teil spielt. Man ist durchgehend nach jedem Mal schießen am Nachladen. Und ihr wisst, wie ich das mag. Also wenn man das Teil spielen möchte, muss man da wirklich abgehärtet sein. Ohne Witz, ich habe, glaube ich, mehr nachgeladen, als ich richtig normal gespielt habe. Auf jeden Fall, die große Frage, die sich jetzt stellt, kann man dieses wirklich extreme Nachladen vielleicht mit der ein oder anderen Spezialisierung umgehen? Und Spezialisierungen sehen hier bei dem Teil so aus, dass man, ja, ich sag mal, zwei Wege hat. Der eine Weg geht auf schnelleres Reinscopen, verbessertes Hüftfeuer, 15% schnelleres Nachladen, was man hier echt gut gebrauchen kann, und endet dann auf verbessertem Rückstoß. Der andere Weg fängt mit 10% schnelleren Kugeln an, geht dann auf komplett Präzisionsverbesserung, auch bis zum Ende hin, oder man entscheidet sich am Ende halt auf den verbesserten Rückstoß. Ich würde hier bei der Waffe an der Stelle wirklich, glaube ich, eher auf den verbesserten Rückstoß gehen, weil das ist halt immer so ein bisschen, ja, diese verbesserte Präzision ist immer so ein bisschen komisch, finde ich. Dementsprechend, ich würde die Waffe so spielen, zack, zack, zack und zack. Schnelleres Nachladen drin für Nahkampf, wenn es da mal brenzlig wird, kann man auch aus der Hüfte ballern. Schnelles Reinscopen ist ein Muss und verbesserter Rückstoß ist auch ganz nett. So würde ich die Waffe spielen. Also an der Stelle nichts irgendwie mit verbesserten Magazinen, womit man dann kompakter nachladen kann, so im Ganzen, oder ein erweitertes Magazin, wo man dann vielleicht 15 Schuss hat. Ich meine, 20 wären ein bisschen krass, denn diese Waffe, wie gesagt, Feuerrate von 300, 10er Magazin, das sind ja an der Stelle die Nachteile, sag ich mal. Und die großen Vorteile sind der Schaden. Der Schaden ist so hoch, dass man auf jeder Distanz, egal ob im Nahkampf, wenn der Gegner direkt vor einem steht oder wenn der Gegner 10.000 Meter weiter weg ist, man braucht immer 3 Schüsse, wenn man ganz normal trifft. Also eine sehr konstante Waffe, die dann auch wirklich eher so auf mittlere bis weite Distanz ihre Vorteile zum Vorschein bringt. Wenn man es als Stummsoldat mit den Snipern aufnehmen möchte und es ein bisschen ruhiger angehen möchte, dann ist das hier die perfekte Waffe. Aber vielleicht ist es euch schon aufgefallen, diese Waffe ist sehr ähnlich zu einer anderen Waffe, die es schon im Battlefield 5 gibt, und zwar zum Gewehr 43. Man kann eigentlich sagen, das Ding hier, das Karabin 1938M, ist eine fast exakte Kopie vom Gewehr 43. Die Stats sind fast, ich sag mal, zu 99,9% ähnlich. Der einzige wirklich nennenswerte Unterschied ist, dass man beim Gewehr 43 die abnehmbaren Magazine mitnehmen kann, was das Nachladen so ein bisschen erleichtert, dass man halt nicht einzeln reinschieben muss, sondern dass man kompakt nachlädt. Das ist so der, ja, einzige wirkliche Unterschied. Sonst sind die Waffen wirklich fast identisch. Und das ist schon krass. Finde ich ein bisschen schade. Nicht nur deswegen, weil ich die Waffe hier nach dem Video nie wieder anfassen werde. Das ist halt einfach keine Waffe für mich. Wenn ich so eine Waffe mitnehme, ich profitiere da nicht davon. Ich kriege da eher die Nachteile reingedrückt. Ich bleibe bei meinen schnellschießenden Dingern wie der M1A1 oder der AGM42. Wenn es mal ein bisschen gemütlicher zugehen sollte, dann auch gern mal so das Turner oder so. Aber so Gewehr 43 oder das Ding, die sind mir einfach zu viel nachgeladen und zu langsam geschieße. Ich meine, die Waffen sind nicht schlecht. Das sind wirklich gute Waffen, so für, keine Ahnung, Durchbruch oder Eroberung so ein bisschen auf Distanz oder so. Da kann man echt gut auch durchfahren damit und echt viele Kills am Stück machen. Aber mir ist das Ganze irgendwie so ein Stückchen zu gemütlich. Im Großen und Ganzen kann man zusammenfassen, wer das Gewehr 43 mag, der wird das Ding hier auch mögen, weil die Waffen sind halt fast identisch. Leute, was haltet ihr von dem Teil? Habt ihr schon gespielt? Ist es was für euch? Ist es eher weniger was für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Leute, wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like gegeben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.